Wir sprechen jetzt über den brandneuen, supergeilen Trailer zu Guardians of the Galaxy Volume 2. Ich hoffe, ihr seid soweit. Die sind gleich hier. Ist das ein Gewehr? Weißt du nicht, wie Gewehre aussehen? Eigentlich waren ja Schwerter dein Ding und Knarren meins, aber dann haben wir jetzt eben beide Knarren. War mir nur neu. Oh, das ist heftig. Ich erkenne in euch Furcht, Neid, Verrat. Es ist unsere Pflicht, das Universum von diesen Schwächen zu befreien. Also, alle haben gesagt, ihr werdet arrogante Arschgeigen. Aber das stimmt ja gar nicht. Alter! Was? Ich hab doch gezwinkert. Groot, schnall dich an! Wir retten also schon wieder die Galaxie. Ja. Der Hammer! Als zweifache Galaxieretter können wir unsere Preise richtig schön hochschrauben. Ja! Merkt man nicht, dass das, wonach man sein Leben lang gesucht hat, direkt vor einem lag? Richtig. Ihr schreit euch alle gegenseitig nur an. Ihr seid keine Freunde. Nein, wir sind eine Familie. Bis auf sie vielleicht. So vielen Jahren habe ich dich gefunden. Und wer zum Teufel bist du? Ich bin dein Dad, Peter. Das war der neue Trailer zu Guardians of the Galaxy 2, im Original Guardians of the Galaxy Volume 2, der am Dienstagnacht von Chris Pratt bei Jimmy Kimmel Live präsentiert wurde. Es ist der nunmehr dritte Trailer, nach der Sneak Peek, dem Teaser-Trailer, dementsprechend die offizielle Bezeichnung eigentlich World Premiere Trailer bzw. Trailer-Trailer, aber ich weiß, die meisten werden es einfach Trailer 3 nennen. Selbst die offizielle Marvel-Seite hat das Video als Trailer 3 veröffentlicht, dementsprechend werde ich das dann auch genauso tun. Es gab ja auch noch einen arschgeilen Super Bowl-TV-Spot im Februar, sowie noch zwei andere TV-Spots, und zusammenfassend kann man einfach sagen, dass sowohl diese Trailer als auch alle anderen gezeigten und das ganze Material darin einfach fantastisch aussehen, und es wirkt echt so, als ob Guardians of the Galaxy Teil 2 den ersten noch übertreffen wird in Sachen Humor, Action und einfach Storytelling auch. Das sieht echt verdammt geil aus. Und ich finde es auch klasse, dass wir hier einige neue Guardians-Member mit dabei haben. Zum einen Michael Rooker's Yondu wird sich ja zum Team gesellen. Haben wir auch in den anderen Trailern schon viele coole Sachen gesehen. Dass Rocket da neben ihm herläuft und Baby Groot auf seiner Schulter sitzt, finde ich sehr cool. Im ersten Teil hatte er ziemlich viele Fäden mit Star-Lord und den restlichen Guardians. Bin ich gespannt, wie das dann so zustande kommt, dass sie jetzt sich zusammenschließen. Dann hätten wir Nebula, die Tochter von Thanos, beziehungsweise auch Schwester von Gamora, die auch schon im ersten Teil so ein sehr interessanter Charakter war, die so zwischen den Fronten stand, und wird sich jetzt anscheinend im Laufe des Films dann auch zum Team gesellen, auch wenn Drax ja nicht so ganz willkommen heißt, wie wir jetzt im Trailer gesehen haben. Und dann hätten wir zu guter Letzt auch noch Mantis, eine komplett neue Figur, die kennt man natürlich aus den Comics, aber die wird hier das erste Mal im Live-Action-Format eingeführt. Bin ich richtig gespannt, wie die so ist. Wirkt auf jeden Fall sehr cool in den bisherigen Trailern. Und was ich auch richtig klasse finde, ist, dass obwohl es jetzt schon der dritte Trailer ist, beziehungsweise schon das fünfte Video mit dem Super Bowl und dem TV-Spot zusammengerechnet, hat man eigentlich immer noch relativ wenig über die allgemeine Story erfahren. Finde ich sehr klasse, dass man nicht so zu sehr auf Storytelling setzt und zu viel verrät, sondern einfach von Anfang an hier geile Musik reinballert aus den 80ern, gepaart mit geiler Action und coolen Footage einfach. Macht das richtig Laune, macht einen natürlich gehypt auf den Film, auf den 15. Film des Marvel Cinematic Universe, und gleichzeitig ist man halt dann auch noch gespannt und kann überrascht werden im Kino, was dann da so alles auf einen zukommt. Bin richtig gespannt auf den Film, und natürlich, was auch das Wichtigste war jetzt hier von diesem dritten Trailer, dass wir am Ende unseren ersten Blick auf Kurt Russell bekommen haben, der ja den Vater von Star-Lord mimen wird. Der heißt der Ego The Living Planet, und wurde ja schon bestätigt, dass er eben The Living Planet ist, ein lebender großer Planet.
Und was ziemlich komisch ist, warum man ihn da jetzt in Menschenform sieht, aber es ist anscheinend so, dass er quasi sich verwandeln kann oder einfach die Form eines Menschen annehmen kann, soweit ich das jetzt richtig beurteilt habe. Finde ich eine coole Sache, bin sehr gespannt, wie das so rüberkommt. Und ihr merkt schon, in Sachen Craziness wird der zweite Teil auf jeden Fall noch einiges draufsetzen. Bin richtig gespannt, was James Gunn da für uns parat hat. Am 27. April startet der Film dann bei uns in den deutschen Kinos. Freue mich riesig auf den nächsten MCU-Film. Bin wahnsinnig gespannt und freue mich auch auf die nächsten TV-Spots, die jetzt dann bestimmt dann demnächst auch alle kommen werden. Hoffe natürlich, dass sie nicht zu viel verraten, aber von dem bisherigen Footage kann man einfach nur sagen, wahnsinnig geil. Und es wird bestimmt 9 bis 10 Punkte Superheldenfilm, kann ich mir so denken, weil der erste Teil war auch schon genial. Das war's mit meiner kurzen Besprechung des Trailers und allgemein so eine kleine Erwartungshaltung zum Film. Jetzt würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren, wie gefällt euch der Trailer und alle bisherigen? Freut euch auch so sehr auf den Film und schreibt natürlich deshalb eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch die Trailer-Review gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst. Was sagt er? Er sagt, willkommen bei den verdammten Guardians of the Galaxy. Er hat nur nicht verdammt gesagt. Achtung! Oh, weia. Ich hab's versucht, Leute.